Hoi hoi Leute und willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Bloodborne. Wir legen uns jetzt mit dem Boss der Knochenstraße von Hamwick an, und zwar der Hexe von Hamwick. Und wie ich schon am Ende des letzten Videos erwähnt habe, ist dieser Kampf ein bisschen merkwürdig, anders als die anderen Bloodborne-Bosse. Und ich empfehle für den Einsatz Feuerpapier, denn dieser Boss ist etwas empfindlich gegenüber Feuer, aber auch gegen Arkan. Davon habe ich jetzt allerdings nicht wirklich was dabei. Aber Feuerpapier hilft und im Zweifel auch mal das eine oder andere Molotow-Cocktail. Gut, dann legen wir uns mal mit der Hexe von Hamwick an. Und das ist nicht sie hier, das ist nämlich nur einer ihrer Lakaien, den wir sofort ausschalten, weil der uns nämlich sonst während des Kampfes die Hölle heiß macht. Und der Lebensbalken der Hexe ist zwar schon da, die Hexe allerdings offenkundig noch nicht. Sie verspätet sich nicht, sie ist schon irgendwo hier, allerdings unsichtbar. Deswegen solltet ihr immer alle Ecken des Raumes abklappern. Und da ist sie auch schon. Geht hinter sie, ladet einen Schlag auf, wenn sie sich gerade nicht umdreht. Weil sonst verschwindet sie nämlich nach ein paar Hieben. Und durch so einen Schlag von hinten staggert ihr sie und behaltet sie da, wo ihr sie haben wollt. Und so wie immer so ein Viech auftaucht, nehmt euch kurz die Zeit und macht es platt, denn es kommen immer mehr, je länger der Kampf dauert. Na Olle, wo bist du? Da hinten. So. Und von hinten. Es war schon wieder zu knapp von hinten. So geht's. Und dann jetzt nicht visceralen, sondern gleich wieder einen Schlag hinterher aufladen und sie so quasi cheesen, weil ihr so immer wieder dieselbe Aufladeattacke von ihr triggert und sie so sich meistens nicht wegbewegt. Und ihr seht, die Typen tauchen immer häufiger auf. Sie sind zwar nicht sonderlich schnell, aber in der Menge dann doch saugefährlich. Vor allen Dingen ihre Attacken, ihre Kombos sind brandgefährlich. Da bist du ja schon. Hinter sie, Schlag aufladen. Na komm schon. Ein Beispiel, wie man es nicht macht. Lasst mich doch mal um eure Chefin kümmern, wirklich. Na, wo bist du? Da. So, und weiter geht's. Und nochmal. Und ihr seht jetzt, ich ziehe gar keine Leben ab. Denn das ist jetzt dieser Kniff dieses Kampfes, das ist gar nicht die richtige Hexe. Sie hat nämlich eine Zwillingsschwester. Und man muss beide erledigen, damit man diesen Kampf gewinnt. Und wenn man eine erledigt hat, wird die andere versuchen, ihre Schwester wiederzubeleben. Der zweite Lebensbalken von der Klonschwester quasi taucht erst dann auf, wenn man sie schon so zu zwei Dritteln runtergezogen hat. Deswegen nicht irritieren lassen. Das ist das, was den Kampf so knifflig macht, wenn man denkt, irgendwie man richtet gar keinen Schaden an, man tut's allerdings doch. Aber die zweite Phase ist jetzt besonders gemein, weil die Hexen jetzt sich ein bisschen wehren können. Sie können nämlich einen fesseln durch einen Zauberspruch und man kann sich dann ein paar Sekunden lang nicht bewegen. Was es gefährlich macht, wenn dann gerade ihre Schergen in der Umgebung sind. So, Nummer 1 ist erledigt. Jetzt müssen wir uns beeilen, denn jetzt wird Hexe 2 ziemlich sauer. Klar, man kann sie nicht verübeln. Und sie fängt eben an, diese Zaubersprüche zu wirken, von denen ich gerade erzählt habe. Aber die Schwester haben wir auch schon ziemlich verletzt. Man sieht's, der Lebensbalken war unten. Der Kampf ist geschafft. Juhu! Hier die Lampe aktivieren, doch bevor wir dieses Video abschließen, weil es ja dann doch schneller ging als gedacht, hier hinten unten ist eine kleine Werkstatt, in der wir einen unfassbar wichtigen Gegenstand finden. Nämlich das Runenwerkstatt-Werkzeug.
Damit können wir endlich Runen tragen. Runen sind so ungefähr dasselbe, was die Ringe in Dark Souls sind. Und das möchte ich euch noch zeigen. Dafür müssen wir allerdings in den Traum des Jägers zurückreisen. Aber glücklicherweise ist ja hier gleich eine Laterne. Und dafür müssen wir hier oben in unsere Werkstatt. Und zwar nicht an den Tisch, wo wir unsere Blutedelsteine einsetzen und Waffen upgraden, sondern hier an diesen Altar, den wir bislang nicht benutzen konnten, der Erinnerungsaltar. Und hier müssen wir einfach das Item platzieren, das passiert automatisch und können hier in 3 Slots Runen verteilen. Zum Beispiel die, die ich schon gesammelt habe. Hier zum Beispiel gibt es eine, die Kommunionsrune. Damit kann ich eine Blutfiole mehr tragen, statt 20, also 21. Hier geben kritische Treffer mehr Blutechos. Die Seerune, die wir gerade eben in der Hemwig-Knochenstraße gefunden haben, reduziert unseren Schaden, den wir einstecken. Und die Bestienrune fördert temporär die plus 20. Wow. Gut, was ich platziere, sind diese 3. Na, so rum und jetzt so. Dieser blaue Slot hier, da können wir sogenannte Covenant-Runen einsetzen. Das sind besonders mächtige Runen, die wir meist von NPCs bekommen, wenn wir deren Questreihe abgeschlossen haben. Mal sehen, wie viele wir sammeln können in diesem Durchlauf. So, sind wir schon sehr viel besser gestärkt. Jetzt können wir mal noch schauen, ob wir die ein oder andere Waffe upgraden können. Also Sägehackbeil zum Beispiel können wir auf Stufe 5 bringen und danach sogar gleich auf Stufe 6. Als nächstes brauchen wir schon Blutsteinbrocken, das ist quasi Level 3 Upgrade-Material. Aber das war schon sehr, sehr gut. Müssen wir irgendwas reparieren? Nein, denn beim Upgrade reparieren sich die Waffen automatisch. Wir können noch schauen, ob wir bessere Steine gefunden haben, die wir jetzt in die Waffen stecken können. Aber das sieht alles aktuell ganz gut. Ah, hier. Aber durch unser Upgrade haben wir jetzt noch einen Slot mehr. Und da stecken wir doch den hier rein. Perfekt. Wir haben es geschafft. Als nächstes lassen wir uns entführen. Doch was das bedeutet, zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich sage erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann im nächsten Teil des Profi-Walkthroughs von Bloodborne. Bye, bye.